Jo. Hallo und willkommen zu Mo Fun VR. Heute gibt es noch was ganz Spezielles. Und zwar nennt sich das Ganze VR Benchmark Kanoyo. Ja? Erinnert im ersten Anlauf schon mal frappierend an Summer Lesson für die PlayStation VR. Habe ich mal gespielt. Sehr, sehr eigentümlicher japanischer Titel, wo man der Nachhilfelehrer einer japanischen jungen Dame ist. Und das hier ist allerdings jetzt ein Benchmark. Also nicht das komplette Spiel oder so. Ich dachte, ich guck mal rein. Es ist natürlich kostenfrei auf Stream. Und was zuerst auffällt, hier wirkt alles um den Faktor, weiß ich nicht, 0,75 oder so gescaled. Also ein bisschen eigentümlich. Ich steuere, indem ich die Sachen angucke. Ja. Und jetzt gucke ich mal und drücke. Schauen wir mal, was passiert. Illusion. Sehr schön. Mal nicht hin, weil seht ihr das am Fenster hier? Das soll offensichtlich so eine Art God-Ray-Effekt sein, der aber softwaretechnisch ist. Der ist ja unfassbar merkwürdig. Aber falls ihr eine fragt, was God-Rays sind, die man ja bei den Fresnel-Linsen wahrnimmt, genau das sind sie, ne? So, ja, ich gucke ja schon hin. So, guckt euch das an. Achso, ich sitze hier auf dem Stuhl, um Gottes Willen. Wie gesagt, ne, das Merkwürdige ist, alles fühlt sich an wie 30% zu klein. Und das ist falsch rum, Leute. Der müsste in die Richtung pusten. Do you look on into skirt? Do you look? No? Was ist denn? Yes. Was soll denn das? Warum habe ich denn ein Telefon in der Hand? Warte mal, ich klicke die mal an. Do you look into scared? Hä? Müsste das nicht anders heißen? Moment mal. Ja. So. Eigentümlich. Ich klicke jetzt. Jetzt habe ich ja geguckt. Also, ja. Knopf. Und ich habe ein Telefon in der Hand. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die von mir wollen. Soll ich jetzt unter den Rock schauen oder was? Ich. Sehr eigentümlich. Die machen mich fertig. Ich glaube, ich. Ach so, wisst ihr was? Ich muss meinen Kopf bewegen. Ich habe ihm verneint. Really? Do not you look? Ich weiß nicht, wer das übersetzt hat. Ich nick jetzt mal. Alles klar. Und er ist wirklich warm. Genau. Wenn jemand. Ja, ich hatte auch richtig Spaß. Tschüss. Das ist schon mal eine Gemeinsamkeit mit Summer Lesson, ne? Eine 1-Minuten-Sequenz. Man macht eine Sache und dann ist sie vorbei. Oh mein Gott, ahnt man die God-Rays hier. Unfassbar. Ja, sehr merkwürdig. Vor allen Dingen. Wenn ich den rechten Trigger drücke, habe ich immer ein Telefon in der Hand. Ding, 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 ding. Und, become the fan. Ich kann der Fan sein? Wir gucken mal. Wir machen jetzt mal erstmal den Benchmark-Test, ne? Mal gucken, was mein System hier so rüberholt. Ah. Hallo? Es ist aber auch nicht so, als wenn das hier irre komplex ist, ne? Das ist schon alles sehr basic. Also, guckt euch mal an, hier kann man die Polygone sehen. Also, ich weiß jetzt nicht, warum das ein Benchmark-Test sein soll. Da hätte ich schon mehr erwartet. Aber ihr geht's irgendwie nicht gut. Hallo? Ich kann nur ein Telefon nehmen.
Ah ja, und Fotos machen. Auch schön. Ich glaube, das ist eher was für japanische Teenager oder so. Ich guck mal, was auf ihrem Telefon so los ist. Ich kann mit meinem Telefon, ihr Telefon, oh, jetzt ist weg. Ah, shit. Und das war's auch schon wieder. Großartig. So, sie ist weg, es ruckelt ein bisschen und mein Score ist 123.918, ein Stern. Sieht nicht so gut aus, ne? Ich habe eine GTX 1070. Geht so. So, und jetzt sind wir mal der Fan. Ich habe eine schlimme Idee, was das sein könnte. Ah. Achso. Das gibt's doch nicht. Wow. Wir sind. Guck mal, und vor allen Dingen, auch da läuft wieder ein Time Limit. Ne? Ich weiß nicht. Okay, ich. Ja, alles klar. Das ist unfassbar. Ich kann. Was soll denn passieren? So, ich bin fertig mit der Demo, glaube ich. Ich kann ein Foto browsen, Moment mal. Das gucken wir uns nochmal an. Auf dem Tablet kann ich jetzt Fotos angucken. Vor allem von den Fotos kann ich ein Fotos machen. Ein Foto machen. Hier. Und das kommt dazu. Nehmen wir mal ein Foto vom Zimmer. Tu es da rein. Oh mein Gott. Kinder, Kinder, Kinder. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Also. Sehr mittelprächtige Geschichte, gestalterisch bodenständig umgesetzt. Das Scaling ist halt falsch, das ist echt interessant, ja. Also wie man das verpatzen kann in VR, oder? Das, weil das Japaner sind? Nee, also das ist für Leute, die irgendwie nur einen Meter groß sind. Oder 1,20 oder so. Das sieht wirklich irgendwie so ein bisschen puppenstubenmäßig aus. Oh, ist das eigentümlich. Ich muss jetzt jemanden erschießen, ich muss was anderes spielen. So, ich komme ja aber auch irgendwie jetzt nicht mehr raus. Ich würde aber auch sagen, das langt. Also hier ist nichts Spannendes los, außer ein bisschen ja, Spannendes. Ne? Also man kann irgendwie eine japanische Mädchenfigur bespannen. Das ist so okayisch. Ne? Ich meine, das Ding ist, wenn es Benchmarkt heißt, rechne ich halt damit, dass es eigentlich irgendwie so Hightech ist, dass es auch irgendwas benchmarkt und nicht nur Standardzeug. Soweit ich das hier sehen kann, ist es gerade mal okay. Also von der Geometrie her total durchschnittlich und Shading ist nicht viel los. Da ist nichts hyperaktuelles am Start. Das ist alles so ganz klassisch Funk-Shading und ein bisschen Environment-Maps und so. Kein großes Ding. So, ich glaube, das Ganze ist einfach nur eine Entschuldigung, um Polygon Mädchen unter den Rock zu gucken. Fantastisch. Das war's von mir. Mutensen für Mofan VR. Ihr seid hoffentlich trotzdem das nächste Mal da. Gebt mir keinen Daumen, das ist wichtig. Ich will keinen haben. Ja? Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe super viele Daumen gesammelt. Also nicht liken. Dankeschön. Und wir sehen uns dann. Ne? Bis dann. Bye, bye. Meine Maus ist weg. Warte mal, was?